Tag zusammen, Glück auf, Ahoi, Schalömchen und Moin. Potananda ist wieder unterwegs, diesmal nicht alleine. Wir sind am Brückenpark an der Münchner Brücke an der schönen Wupper. Mit mir ist der Schorschi, mein Arbeitskollege und der echte Kruppianer. Wir gehen wandern mit Potananda. Kommt mit. Hallo Leute, jetzt zeige ich euch mal, wie aus der Wipper mit die große Wupper. Viele Leute gehen einfach mal vorbei und wissen, was es ist. Aber finde ich mal eine coole Sache, weil man hat dann Verständnis dafür, warum von einem Strich gezweifelt wird. Wipper verschwindet, Wupper fängt an. Wir laufen einen kleinen, kurzen GPX-Track nach, knappe 10 Kilometer, und genießen jetzt schon das wunderschöne Wuppertal. Idyllisch, malerisch, und kommen gleich zur höchsten Eisenbahnbrücke Deutschlands. Gleich hier, ich sehe sie schon. Das ist immer wieder imposant, Wahnsinns-Stahlkonstruktion. Immer wieder ein echter Hingucker, jedes Mal aufs Neue. So, ein bisschen eingerüstet. Denn gerne wird auch mal repariert, gewartet, in Sand gesetzt. Aber da geht schon mal der Kopf in Nacken, ne? Da guckst du hin. Hier ist schon mal der erste Weg über die Wupper. Echt hoch. So, nach kurzen Gehminuten, wir sind ja unheimlich gut im Training, haben wir tatsächlich Burg erreicht. Brücke. Die Brücke. Und wir sind jetzt gleich an der Seilbahn, wo es hochgeht, zum Schloss. Möglicherweise. Möglicherweise. Man weiß nicht, es ist ja Corona-Zeit. Deswegen gehen wir einfach mal hin. Es ist ein herrliches Wanderwetter, recht warm. Ach, aber der Corona-Speck, der sitzt schlimm auf der Hüfte, ey. Oh, je.
Bah. Aber für so ein Panorama machen wir das, ne? Locker. Ach, ja, Ellie. Du kommst nicht nach oben. Guck mal, da sitzen welche drin. Nein, Quatsch. Seit Freitag, komm. Seit Freitag sitzen die da. Also, ihr habt das ja schon mitbekommen, ne? Montags, Ruhetag, Seilbahn läuft nicht. Der Gregor, der Verrückte, der will mich da hochschleppen. Ich muss da zu Fuß hoch. Oh, hol einen Hubschrauber. Also wir haben jetzt die Wahl zwischen Pest oder Cholera, zwischen steile Strecke oder sehr steile Strecke. Das ist ein Unterschied von vielleicht 120 Meter. Der Gregor sagt, komm, wir nehmen den kurzen Weg. Oh. Alles der Gregor, ja, aber das ist auch eine Bergziege, eine polnische. Oh. So, das ist nämlich jemand, der einfach mal in der Hohen Tatra rumspringt, ne? Da hüpft er hier durch den Bergischen mit links. Und ich bin doch eher auf kurzen Etappen gefährlich. Aber so Bergwertung, ich muss atmen erstmal. Geschafft. Pump. Skol. Skol.
Das sieht herrlich aus. Der macht das gut. Das sieht herrlich aus. Oh. Hier kannst du über die Wupper gehen, ne? Naja, aber ich kann auch vom Feinsten. So, Gregor, was ist das jetzt hier? Aussichtsplattform, genannte Liederichskanze. Und wenn man guckt, da hinten ist wieder die Münchner Brücke. Errichtet wurde die Kanzel nur, weil die Ingenieure wollten mal Fortschritt der Arbeit. Gucken wir uns das mal an. Die sind ja noch nicht fertig. Ist ja noch ein Gerüst. Oh, die Motorradfahrer, hörst du auch, bis hier oben. Ach, wunderschön. Guck mal, musst du aufpassen hier. Wahnsinn, ja. Wow. Anscheinend sehr beliebte Stelle für Verliebte und frisch Vermählte. Ja, da kann einer wahrscheinlich einen anderen Dreck runterschmeißen. Ah, oh, ist ein Traum. Vanessa und Janis, Gina und Stefan. Ja, wir wünschen alles Gute. Wünschen wir alles Gute. Herrlich. Wir genießen. So, da haben wir es schon wieder geschafft. Wir sind jetzt gleich am Ende unserer kleinen Tagestour. Es ist auf jeden Fall mehr geworden, als es eigentlich geplant war. Aber der Gregor hat immer gesagt, wir müssen noch ein bisschen. Da hat er mich ein bisschen veräppelt. Ne? Alles zu schaffen. Hat mich zur Höchstleistung angetrieben. Dann hat auch fast meine Gesundheit ruiniert. Sascha ist noch kein Reinhold Messner, aber sehr, sehr nah an der Leistung. Also, er hat mich mitgezogen, die alte Bergziege, hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, der Track wird aufgeschrieben, Filmchen folgt. Wir können den Brückenpark Münchsen auf jeden Fall nur wärmstens empfehlen. Das ist immer wieder schön, zumal auch für Kinder sehr reizvoll, die dann Rätsel verfolgen können auf dem ganzen Gelände des Brückenparks. Und ja, die Wupper und das Bergische ist einfach malerisch. Ich sag mal so, macht es gut, bleibt gesund, bis bald, euer Schrömi und der Schorschi. Von Porteinander. Tschüss.